Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zur zweiten Schlacht, die ich schlage gegen meinen Gegner Nucrium im Rahmen des Field of Glory 2 Medieval Release Turniers. Dies ist die gespiegelte Schlacht der ersten Schlacht, das heißt, jetzt übernehme ich die Engländer, während Nucrium die Franzosen übernimmt und wir spielen auf dem identischen Schlachtfeld. Aber ihr müsst wissen, das Ganze findet für euch ja nacheinander statt. Ich habe das zusammengeschnitten und so hochgeladen, dass ihr zuerst euch die erste Schlacht anschauen konntet und jetzt die zweite Schlacht beginnt. Für uns als Mitspieler läuft das parallel, beide Schlachten. Ich habe also in diesem Moment, wo ich jetzt hier die Engländer aufstelle, auch erst die Franzosen aufgestellt. Das heißt, ich kann noch keine Rückschlüsse ziehen aus dem Verlauf der ersten Schlacht. Ihr seid dort als Zuschauer ein bisschen im Vorteil. Bitte bedenkt das, falls ihr euch fragt, warum macht er denn denselben Fehler nochmal und sowas alles. Also, ich bin gespannt. So, die Engländer sind doch ein bisschen anders. Also erstens, sie haben die quantitative Überlegenheit. Wie mir scheint, ihr seht hier vor dem Plus die Einheiten, die wir von Anfang an zur Verfügung haben. Und das sind mehr als bei den Franzosen. Zweimal Ritter und Sergeanten, einmal defensive Speerträger und zweimal unerfahrene Speerträger. Gut, die sind jetzt nicht so dolle, aber immerhin ist halt ein bisschen mehr Quantität. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Truppentypen, die die Engländer zur Verfügung haben. Dazu kommen wir gleich. Ich wähle erneut erstmal so grundsätzlich den gleichen Ansatz. Das heißt, dort, wo nicht das raue Terrain ist, da versammle ich meine offensiv stärksten Truppen. Ich habe die aber jetzt ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben jetzt hier zwei Reihen Ritter hintereinander und daneben habe ich die relativ starken walisischen Speerträger aufgestellt. Die sind etwa das Pendant dieser holländischen Speerträger. Also die sind durchaus auch in der Offensive ziemlich stark. Als Verstärkung hier seht ihr hinter noch Ritter und nochmal walisische Speerträger. Ich kann einfach hier nicht in eine größere Schlachtbreite gehen. Das ist von der Aufstellung her vorgegeben. An der Flanke kommen nochmal die berittenen Armbrustschützen, davon aber nur einer. Und dann, und das ist eine Besonderheit der Engländer, die haben leichte Wurfspießreiter. Das ist eine leichte Reiterei, die also auf einer Entfernung eben so einen Wurfspieß werfen kann. Der Vorteil ist, die können wir auf noch einer größeren Schlachtbreite aufstellen. Und ja, da fällt mir gerade ein, vielleicht bringt das was, wenn wir sie in den Wald stellen. Nee, eigentlich nicht. Er sieht uns eh nicht beim Aufstellen und dann müssen wir eh rausreiten. Also mit der können wir vielleicht hier noch stärker flankieren und diese offensive Flanke noch weiter unterstützen. Außerdem habe ich dahinter, und die werden aber dann im Laufe der Schlacht nicht mehr dahinter stehen, sondern hier an die Seite rücken. Oder vielleicht hier vorne her rücken, wenn die berittenen Armbrustschützen ein bisschen hier ausscheren, habe ich walisische Langbogenschützen. Das ist auch eine Spezialeinheit der Engländer, die wirklich sehr starke Bogenschützen sind. Aber nervös werden, wenn sie ja auf offenem Felde anderen Einheiten gegenüberstehen in der Nähe. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die muss ich irgendwie daneben stellen, weil sie nicht über die anderen Einheiten rüberschießen kann. Das ist eine Besonderheit. Das funktioniert hier nicht. Zur Unterstützung habe ich als Plänkler komplett leichte Bogenschützen hier dazu genommen. Und auf der anderen Seite immer noch zur Stoßeinheit gehörend, die Galway-Fußtruppen. Das sind Krieger, die sind zwar nur leicht geschützt, sind aber im ersten Sturmangriff sehr effektiv, wenn sie nicht gerade gegen Ritter kämpfen. Also müssen wir mal gucken. Ja, dann kommt hier so eine defensive Reihe aus gepanzerten Speerträgern, normalen Speerträgern. Und dann habe ich hier noch zweimal irische Soldaten als leichte Infanterie, oder nee, es ist, glaube ich, mittlere Infanterie. Ja, die sollen dann wieder hier das unebene Gelände nutzen und dahinter eine weitere Defensivverstärkungsreihe mit unerfahrenen Speerträgern, die ich nehmen musste, und die Speerträger. Das ist entsprechend diese Aufstellung. Ja, und mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Wir nehmen das an und müssen vermutlich noch die Anführer wieder definieren. Ja, genau. Das kennen wir schon aus der anderen Schlacht. Und das gucke ich mir jetzt auch erstmal genau an. Wir haben hier zwei Anführer, den Oberbefehlshaber und einen Unterbefehlshaber. Den Oberbefehlshaber werde ich hier unten reinschicken als Feldherr. Der übernimmt die Kontrolle über die Ritter, genau. Und wir können noch einen weiteren Befehlshaber hinzufügen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo wir denn noch einen haben. Die haben auch einen, die Walisen. Den werde ich aber erstmal hier reinstellen.
Der kontrolliert diese, das ist in Ordnung. Ja, ist die Frage, wollen wir für diese defensiven Truppen einen eigenen Anführer? Die sind dann ein bisschen flexibler zu handhaben. Ja, aber dann stelle ich sie hier bei den gepanzerten Speerträgern mit rein, die Typen. Fügen wir mal hinzu. Und dann müssen wir auch noch hinzufügen, dass die zu dieser Befehlsgruppe gehören. Wobei, ich nehme die dann hier rein, dann passt das besser. Also, die gehören alle zu der Befehlsgruppe. Nehmen wir die irischen Soldaten da auch mit rein? Ja, warum eigentlich nicht? Gibt, glaube ich, keinen Nachteil, das zu tun. So. Während der nicht im Nahkampf sich befindet, sind die dann etwas flexibler zu steuern. Außerdem ist die Einheit selbst etwas stärker mit Anführer. Das ist auch noch ein gewisser Vorteil. So, hier nehmen wir den Unteranführer, nehmen wir mal hier mit rein. Und jetzt ist die Frage, ich würde jetzt die Truppen, genau, noch gerne hier zuordnen. Das ist der Oberbefehlshaber. Das muss natürlich alles da zugeordnet werden. Und das sollte schon korrekt sein. Ja, jetzt haben wir die ganzen Ritter in einer Einheit. Das passt, die gehören dazu. Und dann die walisischen Speerträger und die Bogenschützen und der Rest läuft alleine. Die leichte Reiterei und so weiter. Okay, das dürfte es sein hier an der Aufstellung. Okay, wir sehen die Bewegungen des Gegners. So, wir haben die Bewegung des Gegners gesehen und vor allem haben wir gesehen, was er hier an Truppen jetzt zur Verfügung hat. Irgendwas stellt er hier in den Wald. Das ist, glaube ich, aber nicht so entscheidend, weil es nicht so viel hat. Und interessant ist erneut, dass die vorderste Linie bei ihm ebenfalls wieder nicht aus Rittern besteht. Offenbar hat er eine massive Scheu davor, Ritter einzusetzen. Für ja, die erste Schlachtphase, für den zentralen Kampf eigentlich, so wie ich die Ritter sehe und interpretiere. Das heißt, er hat hier eine wilde Mischung eigentlich aus Offensivkräften und Defensivkräften. Wir haben hier die niederländischen Speerträger, die wirklich gut sind, zweimal. Und dann Sergeanten, die durchaus auch eine Durchschlagsfähigkeit haben. Und dann eine tief zurückgestaffelte Truppe aus defensiven Speerträgern und Speerträgern. Und hier ein paar Ritter in der zweiten Reihe. Nun gut, diesmal hat er zumindest seine stärkere Seite genau auch auf der unseren, also da, wo wir uns massiert haben. Auch das wird wieder spannend sein. Interessant ist hier aber, dass er die niederländischen Speerträger hier an die Flanke gestellt hat. Klar, ist erstmal eine ganz gute Überlegung, weil man dadurch vielleicht ein bisschen Flankierung verhindern kann. Hier ist allerdings das unebene Gelände und wenn wir relativ schnell vorrücken, können wir vielleicht verhindern, dass er mit denen aus dem unebenen Gelände rauskommt. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir am besten durchbrechen. Er hat gar keine Plänkler. Das gibt uns natürlich einen schönen Vorteil, jetzt mit den Plänklern direkt mal schon richtig zu nerven. Jetzt muss ich gucken, was ist denn das für eine Befehlsgruppe? Nur die beiden hier? Das ist ja irgendwie komisch. Die sind nicht in der Befehlsgruppe drin. Ah, merkwürdig. Dann senden wir den mal einzeln vor. Und die beiden müssen problemlos zusammen nach vorne marschieren. Wir schießen noch nicht, das machen wir später. So, unsere leichten Wurfspießreiter, die können hübsch nerven. Ach, schaut mal, die sind mit denen in einer Gruppe. Okay, alles klar, jetzt wundere ich mich gerade. Dann bringen wir die jetzt hier nochmal einzeln nach vorne. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist ja ein bisschen was durcheinander gegangen. So, jetzt war die Idee, dass ich die Armbrustschützen hier rechts rüberbringe, damit diese hier, die walisischen Bogenschützen, ein Schussfeld haben. Wobei, er hat hier gar nicht die volle Breite ausgenutzt. Insofern die Frage, was für ein Schussfeld sie da haben werden, das wird sich zeigen. So, hier gehen wir so weit nach vorne, wie es geht. Ich mache jetzt mal lieber einzeln, weil ich habe ja Angst, dass das Ganze ein bisschen durcheinander gerät. So wie ich das nicht haben möchte. Ich denke, wir bleiben hier mal vorerst in Linie.
So, das sind die Galway-Fußtruppen. Okay. Während diese Linie ein Tick dahinter bleibt, würde ich sagen. Ja, da bleiben wir mal ein bisschen zurückhaltend. Anders als hier. Hier versuchen wir sehr schnell das unebene Gelände zu besetzen. Deswegen gehen wir da zügig voran. Die irische Soldaten holen wir aus dem Wald raus. Kein Thema. Und ich schicke mal da vorne hinterher. Füllt die Reihe auf und hier bleiben wir in der zweiten Reihe. Okay, wie sieht es mit euch aus? Ich würde sagen, wir bleiben in dem geplanten Abstand hinter der Linie. Während wir hier allerdings komplett aufrücken und hier so bleiben. Okay, ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Ja, also auch hier bin ich erstmal recht zuversichtlich, was dieses Aufeinandertreffen betrifft. Zug beenden. So, der Gegner hat gezogen. Es gab noch kein Aufeinandertreffen, noch kein Schaden wurde hier verteilt. Was interessant ist, dass er die Flanken hier offenbar ziemlich auseinanderzieht. Er hat an der Seite jetzt hier Armbrustschützen massiert, wirklich richtig massiert, womit er uns ja Stress machen könnte, weil die irischen Soldaten sind ziemlich leicht geschützt nur. Das ist schwierig mit denen. Da müssen wir abwarten. Hier werden wir auf keinen Fall weiter vorgehen. Hier rechts hat er unerfahrene Speerträger und Speerträger. Die sogar hier einen größeren Bogen machen. Das finde ich ganz interessant. Außer einem Sergeanten, die jetzt hier allein gegen unsere leichte Kavallerie antreten werden. Das ist ganz interessant. Mal gucken, wie weit wir da kommen werden. Die leichten Wurfspießreiter, die können nur... Das Blöde ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir dort stehen, können wir dann noch wirken? Können wir uns dann noch drehen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier gehen wir in die Kontrollzone. Da nicht. Ich sag mal so, er könnte uns natürlich attackieren, wenn wir hier hinreiten. Aber er wird nicht viel ausrichten, weil wir uns eigentlich zurückziehen müssten normalerweise, wenn sowas passiert. Wir könnten aber mal versuchen, was passiert. Ja, die Armbrustreiter, die kriegen wir nicht weit genug nach vorne. Das ist auch nicht so gut. Wie weit kommen wir mit den Langbogenschützen? Auch nicht sonderlich weit. Ja, ich denke nicht, dass wir da noch eine Drehung hinbekommen. Wir machen mal Folgendes. Wir reiten hier geradeaus und drehen uns dann mal komplett. Ja, warte mal, vielleicht sogar noch ein weiter. Ich habe so ein bisschen die Überlegung, ob wir ihn nicht in die Flanke laufen können, wenn wir ihn hier da vorne hinbringen, er die gewissermaßen anlockt. Er hat hier keine Fernkämpfe, das dürfte eine... keine große Gefahr sein. Wisst ihr was? Wir bringen die mal ganz frech einfach mal hier rein. Um die mal so richtig ein bisschen zu ärgern. Ja, tatsächlich. Wir können noch wirken. Machen 4 Schaden bei ihm. Und ja. Also es kann gut sein, dass er jetzt hier angreift, die dann zurückweichen und er so ein bisschen verfolgt das Ganze. Und wenn wir ihm dann in die Seite gehen, wäre das schon mal was. Die bringe ich allerdings erstmal hier hin. Drehen können die sich nicht. Ich mach's mal so. Ich bewege mich mal hier rüber. Und lass mal die Drehung. Wir warten mal ab, was er da tut. Wir sind da relativ flexibel mit denen. Wir können uns eigentlich auch drehen. Das geht ganz zügig. Da haben wir mehr Optionen. So, dann gehen wir mit unserem Plänklern hier nach vorne. Konzentrieren unser Feuer, gehen auf 2 Felder ran. Ja.
und gucken mal. 2 bis 12. Ja, ich denke, wir werden komplett alles hier in die Mitte mal geben. 12, das ist schon mal gut gelaufen. Nochmal 11, vielleicht kriegen wir jetzt eine Zusammenhaltsprobe. Ja, leider standgehalten. Schade drum. Das wäre es vielleicht schon gewesen. Aber eine ganz gute Vorbereitung für den geplanten Ansturm. Wir gehen mit den Speerträgern weiter voran, aber jetzt einzeln, würde ich sagen. Leider verweigert er sich hier uns ein bisschen. Aber jetzt irgendwie links reinzuziehen, finde ich auch problematisch. Bleib mal hier auf einer Linie. Auch mit den Galway-Fußtruppen, während wir hier versetzt uns aufstellen werden. Das sind die normalen Defensiven, die bleiben mal so. Und hier haben wir noch Unerfahrene, die aber sind zumindest geschützt. Ich will nämlich überlegen, was wir jetzt mit den irischen Soldaten machen. Wenn die Armbrustschützen kommen, dann sehen die ziemlich alt aus. Wir gehen erstmal hier noch mit vor. Die ziehen natürlich auch nach. Ja, ja, und die ziehen komplett in die zweite Reihe mit nach. Okay. Die Langbogenschützen versuchen auch mitzukommen. Und die können wir tatsächlich vielleicht mal... Ja, vielleicht noch mit Manöver hier in die Flanke bringen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ja, dann haben wir den Teil erledigt. Die wollen wir nicht ziehen. Geschossen haben wir mit allem, was geht. Dann können wir auch diesen Zug beenden. Okay, wir sehen, der Gegner liebt Fernkämpfer und bringt die in einem großen Bogen hier auf der Flanke in Stellung. Außerdem hat er unglaublich viele Einheiten ganz weit hinten im Wald versteckt. Und da stellt sich mir schon wieder die Frage, werden die überhaupt rechtzeitig in der Schlacht auftauchen und was bewirken sie dann? Ansonsten habt ihr sehr schön gesehen den Vorteil der Plänkler, wie sie den gegnerischen Einheiten aus der Linie locken können. Genau das ist jetzt passiert. Sie sind jetzt hier komplett aus der Linie. Unsere Plänkler wurden natürlich null angegriffen, das ist klar. Und auch der Angriff auf die leichten Wurfspießreiter führte dazu, dass seine Sergeanten hier jetzt ziemlich isoliert stehen. Und da stelle ich mir die Frage, wie können wir das nutzen? Leider, leider, leider sind die Wurfspießreiter, der ist so weit hier hinten durchgelaufen, dass die nicht mehr von denen zu erreichen sind. Aber was möglich wäre, wir können den hier in die Seite fallen und das ist ein Flankenangriff und allerdings wird der Zusammenhalt nicht automatisch sinken, weil leichte gegen schwere hier antreten. Ja, da frage ich mich, ob wir da ihn nicht schon schwächen können, indem wir unsere leichten Bogenschützen jetzt hier nochmal voll zum Einsatz bringen, die sich jetzt einfach wieder drehen können, nachdem sie vor dem Feind weggelaufen sind. Leider, leider, leider keine Schwächung. So, gegen wen gehen wir hier? Geschützt, geschützt, geschützt. Können die sich so weit wenden? Ja, ich versuche es nochmal. Ah, schade. Standgehalten. Das wäre es jetzt gewesen. Wenn wir ihn jetzt hätte schwächen können, dann wäre nämlich auch der Flankenangriff erfolgreich gewesen. Tja, stattdessen machen wir was? Das ist kein Flankenangriff. Wir könnten einfach hier in seine Schussweite reiten und ihn von hinten attackieren. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Ich müsste auch von hier gehen, oder? Aber er sagt mir außerhalb der Schussreichweite. Warum eigentlich, wenn ich hier hinreite? Offenbar darf ich dann wohl nicht mehr schießen.
Das wundert mich, ob die Anzeige korrekt ist. Ich meine, hier sind wir in Schussreichweite. Mit den Berittenen angreifen können wir nicht. Auch hier sagt er mir, naja, ich reite jetzt mal hier hin. So, ich kann tatsächlich jetzt dort feuern und dort. Hier wäre allerdings, das ist nur ein halber Schussbereich, da kann ich mich mehr drehen, dann machen wir das mal. Jetzt haben wir die Schwächung. Haha, jetzt haben wir sie. Und jetzt können wir ihn auch an die Seite bringen. Wobei, okay, Schwächung reicht immer noch nicht, dass es automatisch sinkt. Aber es ist trotzdem ein netter Flankenangriff, würde ich sagen. 4-1, für ihn unangenehm eher. Okay, da haben wir ihn jetzt ein bisschen gepiesackt. So, leider kann die sich, die könnten sich drehen und dort reinwerfen. Aber ist es effektiver, wenn die walisischen Langbogenschützen auf ihn feuern. Deswegen bringen wir ihn hier mal weg und drehen ihn herum. Beziehungsweise wir können das mit dem Schießfleisch später noch machen. Wir machen das erstmal hier. Das sollte wehtun. 7, das ist auch in Ordnung. Und können wir jetzt noch feuern? Ich weiß es nicht. Geh mal mit ihm hier rein. Tatsächlich, er zeigt mir das nur nicht richtig an. Okay, alles klar. Dann werfen wir nochmal da rein. Haben 4 von ihm. Damit sind es nur 107 statt 122. Hier ist mein Problem, dass wir in der Kontaktphase hier nicht so gut aussehen. Im Kampf jedoch sehen wir hier sehr gut aus. Kann aber gut sein, dass wir eine Schwächung bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das wollen. Ah, schaut mal hier. Das ist ein... Das ist ein Flankenangriff. Na, das ist doch hervorragend. Ja, genau das, was wir wollten, ihn auf diese Art und Weise hervorlocken. Leider kein Sieg. In der Hinsicht haben wir ein bisschen Pech. Ich gehe aber jetzt hier auch noch mit rein, auch wenn das zu einer Niederlage führen könnte. Ja, schaut mal. Trotzdem halten wir Stand und jetzt hat er ein Problem dort. Das ist doch gut. So, unsere Kavallerie kann jetzt im Moment aufgrund der Plänkler nicht ganz so wirken, wie sie sollte. Wir werden aber hier zumindest einen nach vorne gehen. Hier ebenfalls. Und hier auf der Seite auch. Und hier... Ja, die irischen Soldaten, die werden dann irgendwann hier zerschossen werden. Aber das ist ihr Job. Das stellen wir mal so auf. Und den bringen wir auch noch einen vor. Und dann... Den auch. Die Ritter ziehen hier auch entsprechend nach mit ein bisschen Abstand. Ja, und dann bin ich erstmal zufrieden. Ich guck mal, was hier noch so passiert. Die wollen wir nicht ziehen, die auch nicht. Ja, alles klar. Gut, mal schauen. Die Frage ist, wann kann er diese ganze Menge an Truppen hier zum Einsatz bringen? Und schaffen wir es vorher einfach, diese Linie hier zu erledigen? Dann haben wir eigentlich freie Bahn. Das wäre es mit diesem Zug. So, das ist unglaublich, was der Gegner jetzt für eine Masse an Einheiten hier noch rausholt. In den Wäldern hat er wahnsinnig viel versteckt. Dadurch, dass wir uns aber gerade an dieser Flanke hier der Schlacht verweigern und alles auf die rechte Flanke geschickt haben, ja, brauchen wir natürlich auch hier sehr lange, um diese zum Einsatz zu bringen. Jetzt inzwischen hat er allerdings seine Fernkämpfer im Einsatz, die hier unsere, ja, unsere schwachen irischen Soldaten und die unerfahrenen Speerträger schon befeuern. Die das aber Gott sei Dank noch nicht stört. Was ein bisschen ein Problem ist, dass die irischen Soldaten natürlich nur leicht geschützt sind. Das heißt, das wird irgendwann wehtun. Aber okay, das ist jetzt ihr Job, diese Pfeile einfach
abzufangen. Ich meine, wir können mal prüfen, wir kommen noch nicht ran. Die haben jetzt auch noch nicht ihre Schussreichweite ausgenutzt. Das ist ganz gut. Wenn sie das nächste Mal rankommen, dann wird es vermutlich deutlich mehr wehtun. Und ich schätze, dass wir dann durchaus auch geschwächt sein können. Hier können wir allerdings mal was versuchen. Wir können uns mal hier ein Feld wieder zurückziehen. Das würde ich sagen, ist auch ein kleiner Fehler gewesen. Ich hätte die im Wald stehen lassen sollen. Wir machen das aber mal. Probe mussten wir, haben wir bestanden. Zumindest kein Problem. So, das heißt, wenn die jetzt hier irgendwie rankommen, können wir vielleicht noch ein bisschen flankieren oder ähnliches. Die wiederum können wir nicht zurückbringen. Ja, könnte überlegen, ob wir die vorne ranbringen. Nö, lassen wir erstmal. Wir gucken erstmal hier die rechte Flanke an, wo hier auch noch sehr viel Ungemacht ruht. Aber alles keine Qualitätstruppen, außer natürlich diese Ritter, die paar, die er dann doch im Einsatz hat. So, wir können jetzt hier noch ein bisschen unterstützend eingreifen. Das sind die Gegner. Hier könnten wir zum Beispiel ihm in die Seite fallen. Machen wir das mal. Und damit ist der Gegner dort zermürbt. Das bedeutet, wir können hier auch, der Sieg ist sicher 100%. Aber der Gegner hält Stand. Das ist natürlich jetzt bitter. Sowas muss jetzt klappen. Eigentlich muss er jetzt. Ja, Zwangspanik. Da haben wir es. Und damit ist der Gegner hier aufgelöst. Und eine nicht ganz unwesentliche Einheit ist auf diesem Weg erledigt worden. Diese hier allerdings haben natürlich Probleme. Beide Seiten sind aber schon geschwächt. Ich bin mir nicht sicher, gibt es irgendeine Möglichkeit, hier noch helfend einzugreifen. Nein, wie gesagt, Einheiten im Kampf, die kann man nicht mit Fernkampf unterstützen. Die kommen, wenn überhaupt, hier auch nur gegen die gegen an. Ich würde sagen, wir nutzen das, drehen uns und schießen auf die. Machen ein bisschen Schaden. Hier bin ich fast geneigt. Ja, ich würde sagen, wir bringen mal hier unsere Ritter noch an die Seite. Drehen geht nicht mehr. Um diese Flanke noch ein bisschen besser zu schützen. Danach werden wir hier vorankommen können. So, hier sind wir in Schussreichweite mit unseren leichten Bögen auf die Ritter. Ich bin mir nicht sicher, 2, 6 ist schon ganz in Ordnung. Machen wir mal einfach. Ja, 5 von diesen getötet. Damit bin ich ganz zufrieden. So, und jetzt sind unsere Ritter hier im Einsatz. Wir haben hier noch Fernkämpfer. Die werden wir mal auf die Seite jetzt ziehen. Die haben nämlich noch ein bisschen Munition für 3 Runden. Vielleicht können wir die anderen auf die Seite ziehen. Dann können sie noch von der Seite hier irgendwie wirken. Das passt auch mir ganz gut. Und jetzt geht es hier in die Kontaktphase. Das, was unsere Ritter so großartig können. Ja, nicht so toll geleistet, das Ganze. Jetzt ist die große Frage. Gehen wir jetzt da geradeaus? Das geht nicht wegen Kontrollzone. Hier geht es. Probieren wir es mal. Ja, sehr schön. Allerdings auch hier standgehalten. Was natürlich nicht so schön ist. Achso, wir müssen hier auch nochmal das ausfechten. Das sieht für uns schlecht aus. Aber sie halten erstmal noch Stand. Wobei, die können ihnen in die Flanken gehen. Also die leichten Reiter werden wir hier wohl verlieren. Das kommt vielleicht auch, weil wir zu eng dahinter stehen. Dass sie sich nicht zurückziehen können. Vielleicht auch nicht so optimal gewesen. Okay. Ja, dann gehen wir hier an die Seite. Auch hier der Sieg und hier ist der Gegner geschwächt, hervorragend. Wir könnten hier noch mit davor rücken, wobei diese Ritter sind stärker. Ich lasse die mal hier weiter als defensive Verstärkung. Das ist kein Flankenlauf. Der wird hier nicht reinlaufen können, weil wir hier eine Kontrollzone haben. Das sollte gehen. Was machen wir mit den Galway-Fußtruppen? Ja, wir können links oder rechts agieren. Ich denke mal, wir werden hier ebenfalls die tolle Kontaktphase ausnutzen. Aber das ist leider nicht ganz so gut gelaufen. Schade eigentlich. Und hier gehe ich jetzt einen nach vorne, ohne anzugreifen. Auch wenn es für uns sogar ganz gut aussieht. Ja, bin ich fast am Überlegen, ob wir das nicht doch machen. Hier mache ich es auf jeden Fall. Das war leider nicht erfolgreich. Starten wir auch da den Angriff. Ebenfalls nur ein Unentschieden. Ah,
das nun ein Fehler sein wird, das wird sich noch zeigen. Das wird sich noch zeigen. Die lassen wir mal so da stehen. Die auch. Okay. Hier lassen wir uns einfach mal alle Optionen offen. Oder wir gehen hier hin, um da noch Unterstützung zu leisten. Ja, machen wir das so. Gerade mit Blick darauf, dass ich jetzt hier offensiv vorgegangen bin, was eigentlich gegen meine Strategie spricht. Andererseits muss ich jetzt auch versuchen, so schnell wie möglich hier Leute abzuräumen, weil die Masse des Gegners einen natürlich doch ein bisschen nervös machen kann. Haben wir hier noch was übersehen? Ich gucke mal die Einheiten durch, die wir nicht bewegt haben. Die sollen dort stehen bleiben. Die auch. Die können wir höchstens einmal drehen. Die bleiben dort stehen. Die auch, die auch, die auch. Ja. Die walisischen Bogenschützen, die können wir zumindest noch drehen. Wenn wir die in die Richtung bringen wollen, machen wir das schon mal. Mhm. Okay. Dann ist auch hier in dieser Runde alles erledigt. So, in der Mitte droht es jetzt hier in dieser Schlacht ein bisschen chaotisch zu werden. Wir haben gesehen, der Gegner ist hier ein bisschen reingelockt worden durch unsere leichten Truppen. Das war teilweise gut, teilweise hat ihm das auch einen Vorteil gebracht, weil er mit seinen Rittern jetzt hier schneller die walisischen Speerträger angegangen ist auf diese Art und Weise. Aber insgesamt sieht es auch hier wie in der ersten Schlacht gegen Nukrium so aus, dass wir in der Mitte sehr, sehr gut stehen und dass er ja die Qualität, glaube ich, der Speerträger im Einsatz gegen die Ritter leicht überschätzt hat. Wenn wir sehen, dass hier zum Beispiel diese beiden schon geschwächt sind. Also da können wir sicher noch nachlegen. Unsere leichten Reiter und so weiter konnten hier oder mittleren Reiter konnten hier teilweise auch zurückweichen und fliehen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir am besten diese jetzt hier wieder in den Kampf bringen. Die leichten Bogenschützen stehen hier ganz interessant. Vielleicht können sie diese Ritter hier direkt auch nochmal weiter ärgern mit 2 bis 10 Treffern. Sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ich würde mal sagen, da feuern wir 5 Treffer. Was machen wir mit diesen Geschwächten? Die könnten sich auch nochmal umwenden. Leider haben die dann keine Schussweite. Wir könnten sie aber auch zurückziehen und versuchen, den walisischen Langbogenschützen hier auf unebenem Gelände auch was zu verhelfen. Oder? Ja, das ist eine spannende Frage jetzt. Ich versuche erstmal was anderes. Vielleicht können wir hier auch ein bisschen Freiraum schaffen, indem wir hier mit den Rittern erstmal reingehen. Der Sieg ist gewiss und damit gerät die Einheit in Panik. Und das ist jetzt allerdings eine nervige Angelegenheit. Damit, nein! Durch diese Flucht haben wir ein echtes Problem, weil damit sind diese Ritter flankiert von den anderen. Ach Mensch, okay, ja, das ist das Problem an diesem Ritterkampf. Können wir das irgendwie noch aufhalten, verhindern? Wir können versuchen, nee, das wird uns hier nicht helfen. Haben wir irgendeine Einheit, die ist im Nahkampf? Da wird sie auch verlieren. Ach, das ist so schade. Das ist wirklich schade.
So, ihr könnt nicht hier reingehen, das bringt auch nichts. Na, wir standen hier so gut, aber dieser eine Zug, der hat es dann ein bisschen... Na gut, vielleicht können wir die wiederum von der Seite bedrohen, wenn wir auch hier reinknülzen. Oder keinen Sieg hier. Während wir hier aber langfristig schon einen Angriff machen müssen, um das Ganze hier zu entlasten. Also es hilft nichts, da müssen wir ran. Auch wenn wir in der Kontaktphase verlieren werden, möglicherweise, ja. Und damit sind wir hier zermürbt, okay. Gut, dass wir hier noch Verstärkung haben. Und ich hoffe, die halten auch Stand. Das muss ausgefochten werden. Können wir jetzt direkt auch gleich mal machen. Ja, zum Glück Stand gehalten. Ach ja, was machen wir da? Ich meine, was wir zumindest machen können... Also wir drehen die tatsächlich jetzt mal und nutzen den ganzen Schussbereich, auch wenn ihr nicht mehr ganz so stark seid. Und hier wenden wir uns um, damit wir wieder einsatzfähig sind. Und hier versuchen wir auch einfach nochmal mit den Wurfspießreitern den Rittern in die Seite zu werfen. Kriegen aber nur einen halben Schussbereich, versuchen es trotzdem. Die Ritter sind gefährlicher, immerhin noch einen erwischt. So, das hält sie vielleicht ein bisschen auf, beziehungsweise wird sie rauslocken, wenn sie versuchen, uns zu verfolgen. Jetzt haben wir immer noch die. Ich versuche mal von hier aus, die dort zu erwischen. Das geht allerdings nicht. Ja, ich hätte vielleicht einen Treffer bekommen können, wenn ich dorthin gegangen wäre. Ah, ich glaube, ich kann meinen Zug nochmal rückgängig machen. Genau. Das heißt hierhin und dann geht es zumindest ein halber Treffer. Naja. So. Die können wir für den nächsten Zug hier schon mal einsatzbereit machen. Selbst da würden wir noch eine Wirkung erzielen. Wenn wir uns drehen, mache ich das mal. Ja, immerhin. 4. Wird leider die Sache hier nicht entlasten. Ach, das ist... ärgert mich jetzt wirklich. Okay, wir müssen diese hier noch weiter kämpfen lassen. Die Frage ist, wie stehen die jetzt da? Sehr gut stehen die jetzt da, okay. Und zwar in beiderlei Richtung, aber leider der Gegner hält Stand. Und zwar zweimal. Das ist natürlich wirklich bitter. Die hier, die Galway-Fußtruppen, die bekommen hier Probleme. Und das bedeutet für mich, dass wir hier helfen müssen. Die Frage ist, kann man hier noch was tun? Ne, da haben wir keinen Schussbereich. Wir müssen definitiv hier reingehen. Leider auch hier hält der Gegner Stand. Also wir haben jetzt hier rechts könnte es ein bisschen eng werden. Und hier könnten wir eine Position verlieren. Jetzt ist die Frage, wir haben die... Es wäre natürlich cool, die zur Flucht zu zwingen. Ich glaube, das sollten wir unbedingt versuchen, nicht, dass sie sich noch sammeln. Deswegen greife ich an. Der Gegner hält... Nein, jetzt gerät der Gegner in Panik. Und ja, das war gut. Natürlich war das gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen Freiraum. Die Geschichten müssen weiter ausgefochten werden. Da sieht es ganz gut für uns aus. Machen wir das mal zuerst. Leider standgehalten. Immerhin zurückfallen lassen. Da können wir dann später was tun. Hier können wir mit reingehen. Ob die Sache das verbessert? Naja, kämpfen wir hier mal weiter. Unentschieden leider nur. Okay, gut. Die werden größere Probleme bekommen. Ihr seht, eine Niederlage ist wahrscheinlich und die ist auch da. Der Gegner jedoch ist jetzt... Ah, okay. Flankenangriff. Damit haben wir... Das ist natürlich... Jetzt haben wir mal Glück mit dieser Fluchtbewegung. Damit ist die Schwächung... Hier gewiss, sehr schön. Und dann nochmal eine Niederlage. Oh, das war jetzt gut gelaufen. Sehr, 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 sehr gut. Ja, könnte man sich fast schon überlegen, ob man mit den Irischen hier noch reingeht. Ehe die sowieso zusammengeschossen werden, nutzen wir doch einfach die Gelegenheit. Die können dann auch nicht mehr beschossen werden, wenn sie dort im Nahkampf sind. Passt mir ganz gut. Sie halten weiter Stand, ist okay. Das ist okay. Prima. Das passt. Gut, das heißt, die lassen wir so stehen. Jetzt ist nur noch... Dieses kleine Dilemma, oder was heißt Dilemma? Hier sieht es natürlich nicht gut aus. Da werden wir
die Truppen, die Galway-Fußtruppen verlieren. Die sind wirklich nur in der Kontaktphase. Ist gut, aber wir haben hier einen Unentschieden erreicht. Sehr schön. Hier aber eine Zermürbung. Ja, die werden als nächstes fliehen. Das heißt, tendenziell müssen wir hier etwas links rüberschwenken, damit wir hier nicht eine Lücke bekommen. Ah, okay. Wir können die sogar treffen, sehe ich gerade. Ist ja toll. Alles klar. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, können wir, wenn wir dorthin ziehen, uns noch... Nein, können wir nicht. Ja, dann hätten wir eine Flankierung. Das darf auf keinen Fall sein. Dann müssen wir uns so darüber bewegen. Und hier ziehe ich, glaube ich, mal eine Truppe rechts rüber, weil die Flanke könnte Probleme bekommen. Ansonsten scheint mir das... Also wir haben einmal ein bisschen Pech gehabt, einmal hier Glück gehabt. Das gleicht sich aus. Nun ja, gucken wir mal, was haben wir nicht bewegt. Diese haben wir nicht bewegt. Hier ist ganz interessant, die halten Gott sei Dank stand hier dem Sperrfeuer. Sie trauen sich auch nicht näher dran. Das finde ich ehrlich gesagt ein Fehler vom Gegner, wo er hier schon die absolute Überlegenheit hat mit den Fernkampfwaffen. Sollte er die doch auch auf Reichweite heranziehen. Also er hat jetzt diese entfernte Reichweite genutzt und hat uns damit hier nicht schwächen können. Wir werden Teufel tun und heranrücken, sondern wir bleiben hier in unseren Positionen. Ja, die werden bald noch benötigt werden. Da gibt es nichts mehr zu ziehen. Okay, damit alles erledigt.